Und dann müsste es eigentlich so. Oh, falsch rum. Müsste es eigentlich so gebaut werden, dass es von oben drauf wieder geht. Ja, das müsstest du weg. Also, Kiste muss dann hier an die Seite ran. Ärmchen dahin. Oder kein Strom. Ja, das können wir beheben inzwischen. Du da, du da. So. Wo wir dabei sind, hier auch noch. Ne? Kohle kommt von unten. Braucht noch einen Weg nach oben. Da. Da runter. Wie jetzt? Du kannst nicht bis da oben hin. Okay. Da gab es aber auch einen Kommentar zu. Und zwar die besseren Fließbänder haben natürlich auch bessere Untergrundversionen. Und die besseren Untergrundversionen haben eine längere Reichweite. Das ist schon mal sehr praktisch. Also hätte ich jetzt ein rotes Untergrunddingens da gehabt, wäre das bis da oben hingekommen. Das wäre gar kein Problem gewesen. Baum weg. So. So, so. Jetzt sollte das immer schön im Kreis laufen. Und die Ärmchen dürften so durchgehend ihr Zeug bekommen, was sie brauchen. So, und du bekommst jetzt die ganze Kohle. Und wir bräuchten dann irgendwo noch einen Splitter, der das Ganze schön aufteilt. Hier oben vielleicht. Splitter. Splitter. So. So. Ah ja, doch. Irgendwie bevorzugt aber echt die rechte Seite. Das ist ein bisschen ärgerlich. Achso, vielleicht bevorzugt er hier die rechte und tut es dann wahrscheinlich da drauf. Ich brauche nochmal Splitter. Du da, du da. So. Jetzt tut das bevorzugt auf die linke Seite, weil das Ding halt links steht. Ja, es geht. Schon mal besser so. Hauptsache, es ist einigermaßen gut verteilt. So. Und alle diese Dinger können immer regelmäßig ihre Sachen reinpacken. Schön. MK2 Boiler, ja oder nein? Wo sind die Boiler? Hier. Also die brauchten die Dinger, die haben wir noch nicht, okay. So, ich hoffe mal, ich kann jetzt das ganze System hier in Ruhe lassen. Und ich sollte vielleicht hier ein schnelleres Ärmchen nehmen. Blaues Ärmchen da. So, gib ihm. Zip, 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 zip. So. Strom ist in Ordnung. Produktion ist hoch genug. Konsum ist da. Die werden nicht ausgelastet. Warum arbeitest du gar nicht? Ernsthaft? Was? Aus, 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 aus. Nur die da unten arbeiten. Kein Wasser. Warum? Oh. Du hast zu viel Stein drin. Noch ein Nachteil von der Geschichte hier. Noch ein Nachteil von der Geschichte hier ist, wenn das sich staut, dann... Oh. Ja, okay, es ist machbar. Eventuell müssen wir später die Kiste woanders hinstellen und ein schnelles Ärmchen benutzen. Oder eine zweite Kiste. Oder einfach kein Stein. Bei der Herstellung rausfiltern. Das können wir auch einstellen. Gut, jetzt dürfen wir definitiv keine Stromprobleme mehr haben, huh? Ja, alles gut. Warum habt ihr nur so wenig Available Performance? Achso, Temperatur 57. Oh. Das habe ich natürlich auch nicht bedacht. Durch Ditec ist wohl auch... Also vorher war es so, wir hatten 4 Boiler und konnten damit ohne Probleme 4 Steam Engines auf 100 Grad bringen. Aber hier haben die jetzt ja nicht mehr ganz so viel Effektivität. Deswegen gibt es ja auch diese Tech 2 Boiler und Tech 3 Boiler und was weiß ich. Das heißt, wir sollten das hier vielleicht wegnehmen. Boiler, 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 Boiler. So. So machen. Und da dann noch Ärmchen hinstellen.
Forschung fertig, sehr gut. Batterien als nächstes, bitte. Ärmchen. Da. Und die braucht noch ordentliche Strommasten. So. Da. Und da. Und jetzt kommen die hoffentlich auf annähernd 100 Grad. 90, 91, 92. Jo, sehr schön. Viel besser. Okay. So. Und es gibt noch das Gerücht in den Kommentaren, dass irgendwo mittig ein Fehler im System ist. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Wir suchen jetzt also Fehler. Das machen wir, indem wir einfach das alte System durch das neue ersetzen. Das größere. Und dann müsste es irgendwo zu einer optischen Diskrepanz kommen. Hier sehe ich nichts. Vor allem, weil hier auch immer ein Zweierabstand ist, ne? Hier unten vielleicht. Ne, ist auch Zweierabstand. Da hat sich der Kommentarschreiber ja auch verguckt. Man darf noch hoffen. Was wäre ein bisschen ärgerlich, wenn das jetzt irgendwo genau mittig ist. Und wir dann alles Mögliche umbauen müssten. So, hier ist okay. Ja, schaut alles gut aus. Was hier auch sehr beruhigend ist. Das jetzt einmal zu prüfen, um es dann später alles in Ruhe aufbauen zu können. Nö, ist alles okay. Sehr gut. Also jedenfalls hier im Kernbereich. Und das ist das Wichtigste. Das werden wir dann später weiter nach oben und zur Seite und so weiter bauen. Einfach gucken, dass es an diesem System hier angepasst ist. Und dann passt das. Weil vorher hatten wir, also in der letzten Welt hatten wir es einmal so gehabt, dass wir ein Muster aufgebaut hatten bei den Steam Engines und dann nochmal irgendwo anders ein Muster. Und da gab es dann, glaube ich, einen kleinen Fehler. Aber hier scheint ja alles okay zu sein. Ding. Ja, sind alles zwei Abstände. Alles gut. Sehr schön. Brennstoffzellen. Kurz mal überprüfen, wie viel da so hergestellt wurde. Jetzt, wo wir auch wieder Strom haben, um sie da rauszuholen. Hier könnte es aber noch ein Fehler sein. Aber später gucken. Und ich habe die Tanks oben auch gar nicht gesetzt, ne? Das mache ich dann gleich mal. Und da das Leichtöl verbraucht wird, braucht da kein Tank hin. Also kann hier noch einer hin. Und da noch einer hin. Oh, das füllt sich ganz schön schnell. Ich bräuchte mal eine Stahlkiste, bitte. Stahlkiste dahin. Ja, sehr gut. Das wird alles verbraucht. Das Öl. Es kommt nicht genug Öl rein. Okay, wir brauchen also mehr Pumpjacks. Bauen. Ja, 0,1. Also wir schaffen es nicht mal, dieses eine Tier 1 Rohr auszulasten. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch einen hin, da noch einen hin. Und da schon ein bisschen runterbauen. Können schon mal nach da bauen. Da. Ja, okay. 1, 2, da oben dann noch irgendwo eine Verbindung. Das sieht komisch aus. Na, gucken wir gleich. Du. Plop. Ja, so passt das. Wie viel Auslastung hast du? 2,2 pro Sekunde. Ihr seid schon auf 0,6 und 0,8 runter. Ich habe das Gefühl, bevor wir anfangen mit Plastik und Lubricant, haben wir die Ölfelder hier schon leer gesaugt. Aber dafür sind die Tanks oben wenigstens voll. So, Pumpjack da. Und Pumpjack da. Du hast keinen Strom, das ändern wir gleich. So, gib ihm. Ich stack mal mit dir. Und wo sind die 9 tollen Strommasten? Sehe ich gerade gar nicht. Okay, neue bauen. Da. Flop. Und du hast 2,0 die Sekunde. Okay, wie viel kommt denn oben an? Also es geht mir primär darum, ob die Raffinerien ausgelastet sind, was ich irgendwie bezweifle. Ah, zwei arbeiten.
Kriegt die dritte überhaupt Öl ab? Ne, es staut sich irgendwie erst alles hier. Oh, Ding ist es fertig. Batterien. Wo war Advanced Refinery Ölzeug? Advanced Oil Processing. Ja, hellblaue Tränke. Ja. Ich hatte irgendwo geguckt, was... Achso, warte mal. Batterien ermöglicht hellblaue Tränke. Genau, dafür brauchen wir Was? Dafür brauchen wir rote Chips. Und für rote Chips brauchen wir Plastik. Die keine Tränke brauchen. Ah, okay, ich dachte, da wäre gerade ein Logikfehler drin. Das wäre nicht so schön gewesen. Das bitte machen. Also können wir gleich Plastik herstellen. Und mit dem Plastik bauen wir dann rote Chips und dann klappt das soweit alles. Das ist soweit ja auch schön und gut. Ich glaube, ich brauche mal eine kleine Pumpe, die das alles hier schneller raussaugt. Die braucht rote Engines. Ernsthaft? Okay, wir bauen keine Pumpe. Und das füllt sich einigermaßen. Okay. Trotzdem sollten wir demnächst neue Pumpjacks bauen. Damit wir die Felder hier relativ schnell leer bekommen. Und die Tanks sich oben schon mal füllen können für den Ansturm an Plastik und... Schwefel könnten wir jetzt schon anbauen, ne? Stimmt, Schwefelsäure könnten wir jetzt bauen. Okay, dann laufe ich mal runter, hol Stahl. Und dann bauen wir damit neue Tanks für Schwefelsäure. Rote Science Packs. Was, wo ist das Problem? Keine Steinzahnräder. Warum? Weil er wieder alles klaut. Hier, Bau, Bau. Und wenn wir das Ganze mit dem Öl und Plastik und Schwefel und Blautränken und so weiter gemacht haben. Oh, Blautränke kann ich auch selber herstellen, ne? Ja, später. Wenn wir das alles gemacht haben, brauchen wir unbedingt schnellere Fließbänder. Damit die Fließbänder schneller sind als die gelben Ärmchen. Damit sowas wie hier eben gerade nicht mehr vorkommen kann. So, stell bitte ganz viele Mauern her. So. Stahl wollte ich haben. Stahl und grüne Chips. Ja. Grüne Tränke kommen. Ärmchen. Wo ist das Problem? Wo ist hier das Problem? Wieder kein Eisen. Weil Eisen vorher eingeschmolzen wird. Ja, das ist nicht gut. Wobei, das müsste sie doch eigentlich regeln. Also wir hatten eben schon hier einen Stahlstau. Hätte ich noch 10 Minuten gewartet oder so, hätte auch der keine Stahlträger mehr ablegen können hier. Und die Zahnräder wären dann auch irgendwann voll gewesen. Und dann wäre das durchgerastet bis hier und es wären wieder Chips produziert worden, es wären wieder Ärmchen produziert worden, es wären wieder Kühltränke produziert worden. Ja, also es reguliert sich schon selbst. Aber teilweise dauert es echt lange. Ist ein bisschen lästig. Aber ich schmeiß mal einfach hier das so rein, dann passt das schon. Und ich glaube, ich baue mal hier eine Kiste. Mit einem Ärmchen. Und leg da einen Teil von meinem Eisen rein. So. Damit es nicht so schnell wieder zu einem Engpass kommt. Du, fang wieder an zu nehmen. Ich wollte gerade sagen, weil hier staut sich der Stein ja schon. Sehr komisch. Na gut, das ignorieren wir. Ich wollte jetzt eigentlich das Stahl holen für neue Tanks. Genau, bauen wir 3 Stück. Dann gehen wir hoch und machen oben die Schwefelsäure. Dafür brauchen wir nur eine Chemiefabrik und Wasser, war das, glaube ich. Was brauchen wir für... Ah, Kohle. Das ist jetzt ein Problem. Haben wir da oben irgendwo ein Mini-Mini-Kohlefeld zufällig? Da. Ist außerhalb der Basis. Und ist recht weit weg. Oh, wir könnten noch mal ein paar von den großen Masten benutzen. Aber ich glaube, ich klaue mir das von oben. Das sollten wir eh mit der Zeit abbauen. Weil wir haben nicht so viel Kohle in der Nähe. Ja. Okay.
Wo ist das? Schwefel. Braucht Wasser und Petroleumgas. Oh, braucht er keine Kohle. Plastik brauchte Kohle. Das kommt also auch später. Gut, dann hätte ich gerne hier irgendwo eine Fabrik. Dafür hätte ich gerne die tollen Dinger da. So. Dann hätte ich hier gerne eine Fabrik. Wo wird das hergestellt? In einer Chemical Plant. Ja, komm her. So, du bekommst dann... Aber wir brauchen hier genug Platz für mögliche andere Abnehmer. Die später ja noch kommen. Dann gehst du da runter, da gehst du hoch. Da gehst du runter, da gehst du hoch. Da kriegst du das. So, du stellst jetzt bitte her Schwefel. Und es ist falsch rum. Ding, ding. So. Okay. Und Wasser. Brauchst einen Stein. Für einen Stone. Haben wir irgendwo Stein? Ich muss jetzt nicht... okay. Fünffach Geschwindigkeit, lauf runter. So, gib mir einen Stein. Bist du gleich ein paar mehr. Achso, oder gleich die Steinzahnräder. So, hier hoch. Das ist echt albern. So, eine Pumpe bitte. Eine Pumpe ist da. Ding. Unterirdisch da, dahin. Warum kriegst du kein Wasser? Oh, weil du richtiges Wasser... Du brauchst richtiges Wasser, das ist nicht gut. Du mach bitte... richtiges Wasser. Ohne Nebenprodukt. So. 80 Clean Water. Ach, du hast ein Dirty Water drin. Okay, einmal ganz abreißen. Einmal neu aufbauen. Und du arbeitest. Und blubberst grüne Sapsche da oben. Ja, sehr schön. Okay, das kommt dann... die nächste Chemical Plant. Stopp. Was wollen wir jetzt herstellen? Wir wollen jetzt Schwefelsäure herstellen. Hat das überhaupt so ein Ding jetzt hier? Sulfuric Acid. Braucht Wasser, Schwefel und Eisenplatten. Können wir also direkt daneben hinstellen, wenn ich das richtig sehe?